Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Roleplay Fallout Shelter zu einer neuen Folge. Ich sag's gerne zweimal. Und heute werden wir zum einen Miss 09 bestimmen und zum anderen werden wir Dennis oder Denis. Ich sag's nicht weiter, es gibt einen Reim, den würde ich gerne sagen, aber ich möchte nicht reimen heute. So, wir werden Denis auf jeden Fall nachher mal reinschicken. Sobald quasi seine Nummer dran ist mit rausgehen, wird er offiziell in die Vault aufgenommen. Ich möchte heute mal mich ein bisschen beeilen, damit ich alles auch hochladen kann. Das wäre wunderschön. Wir kümmern uns als allererstes, wir haben jetzt 19 Personen, ne? 19 durch 2. 9,5. Können wir einen von euch aufteilen? Oder wir machen einfach zwei Babys, die einer kontrolliert. Nein, das wäre ja ein bisschen unfair. So, ich glaube, ich muss mal den Ton hier noch ein bisschen einstellen. Sound, ja, komm, machen wir mal hier so. Ah ja, passt schon. So, ich spiele ja jetzt momentan auf Steam. Das Schöne an Steam ist, wir kriegen jetzt Erfolge. Und mit diesen Erfolgen kann ich mich einen Keks freuen. Hat nichts mit euch zu tun, aber es ist für mich. Und das ist das Wichtigste. Es ist für mich. So, wir kümmern uns um die ersten... Moment. Ich habe eine neue mathematische Formel in meinem Kopf. Nicht 19, sondern eine andere Zahl. Das heißt, wir brauchen jetzt... Kurbel. 8 Leute, die rausgehen müssen. Und wir schicken... Gar nicht. Eine neue mathematische Formel. Moment. Kurbel. Das heißt, wir haben jetzt... und dann... wir brauchen 7 Leute draußen. Okay, 7 Leute draußen. Ihr seht schon, ich bin der Albert Einstein des Unmöglichen. Und ich brauche... Ach, ich brauche übrigens noch ganz, ganz dringend... ja, hier sind übrigens eure Namen aufgelistet. Darum werden wir uns gleich kümmern. Ich mache das jetzt mit Absicht nicht sofort. Hat einen gewissen Grund, den ich euch nicht verraten werde. Aber keine Sorge, er ist gut. Er ist richtig gut. So, OneDrive. Ich brauche nämlich eure Inventarliste, um zu gucken, ob ihr überhaupt Stimpaks habt. Wir müssen uns übrigens um Stimpaks kümmern. Habe ich das schon mal erwähnt? So, Inventar. Also für alle, die das Projekt noch nicht kennen, das ist das Inventar der einzelnen Mitbewohner. Jeder kümmert sich quasi um sein eigenes Inventar. Und ich möchte mal nach Stimpaks gucken. Wir haben hier Maxikraft mit 5 Stimpaks. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann erstmal um Stimpaks, ne? Ich denke, das klingt vernünftig. Hier, du bist recht intelligent. Oh, Double X. Du bist doch perfekt dafür geeignet. Du bist nämlich noch nicht auf dem Weg nach draußen. So, wie lange braucht ihr denn? Eine Minute. Ja, spule ich mal ein bisschen vor, ne? Wird schon keiner bei sterben. Hoffe ich. So, wir kriegen einen lächerlichen Stimpak. So, ich muss hier ein bisschen die Produktion ankurbeln, damit wir hier ordentlich Stimpaks kriegen. Deswegen kann ich hier einfach mal easy um 10 Minuten vorspulen. Falls niemand verreckt. Man weiß es nicht. Wie, ihr habt Hunger? Am Arsch! Ihr habt doch voll viel. So, jetzt haben wir ordentlich Stimpaks. Habe ich gerade 9 Stück bekommen? Mein 6. Gut, wir schicken Maxikraft los. Mit 5 Stimpaks hat er gesagt. Die soll er kriegen, wenn er möchte. So, Maxikraft, 5 Stimpaks. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. 5 Stück. Erkunden. So, mein Inventar sollte ich mal auf die andere Seite schieben, damit ich weiß, was ihr so am Start habt. Gut, Maxikraft haben wir erledigt. Ilja S. hat sich besorgt. Auch Stimpaks. Aber Serana schicken wir vorher raus. So, Serana. Und da sehe ich gerade auf meiner wunderschönen Liste, Ilja, du bist ja heute dran mit die Vault bewachen, ne? Du willst einen guten Job machen? Dann hau mal rein. Ilja wird zusammen mit General Rex bewachen. General Rex, da bist du ja. Gut, dass ich das alles super sortiert habe. Schicken wir dich mal dahin. Ich würde sagen, wir kümmern uns auf jeden Fall erstmal darum, dass die erste Bande losfliegt. Ins Ödland, ihre Flügel ausbreitet und dann kümmern wir uns um den neuen, ich wollte schon Insassen sagen, das ist ja kein Gefängnis. Wobei, unter meiner Leitung ist das schon so ein bisschen das Gefängnis. Aber, wir wollen ihn ja in die Vault lassen, er ist ja in einem geschützten Bereich, muss man dazu sagen, ne? So, als nächstes kommen wir zu Luan. Luan, mein Freund, wo bist du? Luan ist eine Lemedel
Und Maxikraft ist leider nicht mehr da. Ansonsten haben wir hier Killer. So, Luan, mein Freund, du hast dich nicht gemeldet. Ich klaue dir mal eben die Sachen und deine Sachen landen somit auf dem Marktplatz. Wir haben hier einmal die rostige Laserpistole und wir haben einmal deine Gefechtsrüstung. Das beides kommt weg und du bist damit weg. Wir brauchen nur jemanden, der ein bisschen hier rumpimpert, ne? Das war Killer. Killer, mein Freund, du wirst heute Papa. So, ach, Killer, da unten ist er ja. Geh mal dahin, Mädels, passt auf, ihr solltet da weggehen. Der Killer macht euch sonst fertig. So. Dragorina chillt hier auch noch. Oh Gott, Dragorina, schütze dich! Schütze dich! Der Killer kommt. So. Wo haben wir denn jetzt Luan? Da, Luan. So. Du gehst mal dahin, dann macht ihr ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen und dann geht's gleich los. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir... Oh, ich muss mal einen Drive erstmal öffnen. Denn Killer bekommt ja jetzt noch seine Kronkorken. Denn Killer war einer derjenigen, der angegeben hat, wie viel Kronkorken er fürs Telefonieren haben möchte. Und deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil er einer derjenigen ist, der das angegeben hat. Und damit öffnen wir Ach, das Inventar hatte ich schon offen. Bin ich bescheuert? Ich will ja nicht, ne? So, Luan, ich markiere dich schon mal rot. Damit alle wissen, dass du nicht mehr da bist. Dann muss Killer. So, Killer, du kriegst jetzt 30 Kronkorken aufs Haus von Luan spendiert. Und Luan verliert all seine Kronkorken. Sag mal, ich wollte schon sagen hier, ne? So läuft das nicht mit dem Telefonieren. Ich meine, theoretisch läuft das schon mit dem Telefonieren, dass man weit weg voneinander steht. Aber nicht hier in der Vault. Hier in der Vault muss man ganz nah zusammenstehen, damit der Storch kommt. So, gehen wir weiter. Wir haben als nächstes die Dragonrina, die wir gerade weggeschickt haben. Fälschlicherweise. Dragonrina, es tut mir leid, dass ich dich weggeschickt habe. Geh raus. Hast du irgendwas gekauft? Dragonrina? Nö. Du hast nichts zum Rausschicken gekauft, deswegen gehst du so raus. Wir haben als nächstes den King Metzger. Der King Metzger, du gehst auch damit raus. Somit haben wir, warte, King Metzger, du hattest ein Stimp. Du hattest ein Stimp, den kriegst du. Hier, bitteschön. So. Ich muss das Ganze auch mal entfernen, ne? Damit entferne ich den Stimp von King Metzger und ich entferne die 5 Stimps von Maxikraft. So, der zieht jetzt damit los, von daher braucht er sie offensichtlich nicht mehr. Gut, kommen wir zum nächsten. Wir müssten ja jetzt ein paar Leute draußen haben, ne? Ich kann einfach hier draufklicken, ne? 5, 1, 2, 3, 4... 4 Stück haben wir draußen, 4 können noch raus. Zum nächsten kommen wir dann zu Pyroman. So, Pyroman, wo bist denn du? Nach Bewohner sortieren. Pyroman, auch du warst untätig und du verlierst deine verbesserte Repetiergewehr und du verlierst deine Ödland-Sanitäter. Das kommt alles auf den Schwarzmarkt, auf den Marktplatz. Und damit wirst du auch fliegen. So. Na los. Du gehst auch mal da hoch. Theoretisch könnt ihr auch zusammen miteinander was haben, aber... Jetzt wurde Killer schon bezahlt. Er wurde für seine Dienste bezahlt und jetzt muss das auch durchziehen. So, als Weibchen haben wir als einzige, die sich angeboten hat, Dragonrina. Sie ist aber gerade draußen. Dragonrina, komm zurück! Komm zurück. Kannst gleich nochmal raus. Versprochen. Dragonrina hat ja kein Stimpack dabei, ne? Gut, kommen wir zu Ehrengardist. Mr. Ehrengardist, du willst rausgehen, habe ich gehört. Du hattest keine Stimps, soweit ich weiß. Nö. Dann mal ab dafür. Gut, somit haben wir jetzt, mit Dragonrina sind das jetzt 5. Wir schicken Baxi raus. Baxi. Auch du hattest Stimps, ne? Genau. Wie lange braucht ihr noch? 4 Minuten, ich dreh durch. Was braucht ihr denn so lange?
Ihr müsst echt mal intelligenter werden, Leute. So, 2-4 Minuten vorspulen, ne? Wir gehen hier auf 22, zack. Es hat funktioniert. So, Dragonrina, komm mal kurz rein. Ich brauch dich kurz. Die Kronkorken kriegst du auf jeden Fall gut geschrieben, die du jetzt schon eingesammelt hast. Das ist ein kleiner Bonus sozusagen. So, seht ihr? Da telefonieren sie gerade. Da, ganz genau. Man kann sie nicht sehen, aber hier, da, Freude. Telefonieren macht Spaß. Das wissen wir alle. Jedenfalls den Frauen macht das Spaß. Den Männern macht Telefonieren keinen Spaß. Es sei denn, man ist ein Waldbewohner. Hab drei schwangere Bewohnerinnen, cool. Das Problem ist, dass Dragonrina gleich schwanger ist, nicht wahr? So, Killer, zurück an die Arbeit. Wo warst du denn da? Mir gehen gleich auf jeden Fall die Ressourcen aus, wenn ich mich nicht beeile. Ich sollte mich beeilen. So, Baxi habe ich rausgeschickt. Nein. Stimmt. Deswegen, ne? Ja. Baxi, Baxi, Baxi. Der Baxi. So, da haben wir ihn. Baxi geht auf jeden Fall raus. Du nimmst mit 3 Stimps. Habe ich perfekt. Und ein Redaway. Und dein Köder ist auch dabei. Cool. Du kannst übrigens den Hund immer noch umbenennen, wenn du 100 Kronkorken investierst. Aber gut, du hast jetzt momentan 254, aber mehr, wer weiß, mit was du gleich wiederkommst, mein Freund. Gleich kriegst du hier die richtig fette Kohle. Und Dragonrina, keine Sorge, du gehst ja noch raus. Du kriegst erstmal deine, was hast du gesagt? 150 Kronkorken. Dragonrina, du bist mittlerweile fast schon reich, ey. 150. So, Dragonrina, 773 Kronkorken hast du derzeit. Du warst noch nicht mal draußen und bist schon ziemlich reich. Kommen wir zu... Voltür, Baracken, das ist richtig. Killer, die Killermaschine, da war auch raus und Killer hatte auch ein bisschen was am Start, soweit ich weiß. Killer hatte nämlich 2 Stimps und ein Red. Gut, dann muss ich nochmal... Oh, sie tanzen. Ich muss nochmal kurz 10 Minuten vorspulen, dann haben sie auch zu Ende getanzt und Dragonrina. Na gut, Dragonrina kann noch nicht raus, ne? Sie ist ja diejenige, die schwanger wird. Ist kein Wunder, dass der Preis so hoch ist. Kann ich nachvollziehen. Eindeutig. Immerhin muss sie hier jetzt chillen. Aber man kriegt dafür 150 Kronkorken nahezu gratis. Habe ich einen Tag vorgespult? Sind alle tot? Nein, alles gut. Ja, da kurz die Bedenken, dass ich da jemanden schon einen Tag lang ausschicke. So. Da gehen die jetzt raus. Wunderschön. Gut, Luan, du bringst dich ja selber zur Welt. Das ist recht chillig. Das können wir gerne so beibehalten. Dann schicken wir mal den nächsten raus, ne? Killer, jetzt bleiben ja eigentlich noch der Rest, ne? Eins. Ne, Baxi habe ich schon rausgeschickt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir haben die Hälfte durch. Und ich würde sagen, tschüss, Pyroman. War mir eine Freude. So, wie lösche ich dich? Wie lösche ich dich? So. Entfernen. Zack. Wir müssen sowieso für Double X noch einiges an Kronkorken sammeln. Der hat sich nämlich eine Menge bestellt. Von daher habe ich überhaupt gar keine Probleme damit, jetzt noch ein bisschen zu warten. Allerdings können wir uns jetzt auf 09 kümmern. Wer möchte denn gerne dabei sein? Wir gucken mal direkt hier in meine Tabelle rein, die ich jetzt nicht mehr offen habe. Sag mal, bin ich irgendwie geistig gestört oder so? Wieso schließe ich die Tabelle? So. Das sind alle, die mitmachen wollen. Und oh, wir können das eigentlich so klein machen, ne? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das liegt daran, dass wir da ein Weibchen haben. Wieso habe ich denn 17 eingegeben? Habe ich Le Fehler gemacht? Ich habe keine Le Fehler gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Zero, Mathematik, 6. Wieso hab ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Keine Ahnung. Ich muss irgendwie geistig gestört sein oder so. So, ich hole jetzt mal meine Bildschirmtastatur raus, damit ihr alle wisst, dass ich die F9 drücke. So, hier ist meine liebe Bildschirmtastatur und ich drücke jetzt quasi auf F9... Die 3. Der Terraboy. So.
Gut, wir gehen also auf Terraboy. Terraboy, herzlich willkommen in der Vault. Folgendes musst du wissen, wenn du in der Vault bist, musst du dich um deinen Charakter selbstständig kümmern. Du wirst Kronkorken von mir erhalten und unten in der Beschreibung findest du den Marktplatz, da kannst du Sachen kaufen. Du hast auch ein Inventar, wo du dein Inventar checken kannst. Du musst deine Sachen selber verkaufen, du musst dich quasi um deine Person selber kümmern. Was viele noch nicht verstanden haben hier in diesem Projekt ist, dass ich nicht der Spielleiter bin. Ich bin einfach nur der Typ, der hier euch leitet. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich verwalte halt nichts. Ich leite euch nur den Weg. Viele haben mir so, so Hinweise gegeben, hey Zero, du kannst das mal so und so gestalten. Das Problem ist, dann würde ich mich ja in die Vault einmischen. Ich kann mich quasi in die Vault einmischen und sagen, du trägst jetzt das und das, damit das alles funktioniert. Aber ihr müsst selber mal ein bisschen kooperieren und sagen, okay, komm, ich arbeite ab sofort hier im Kraftwerk und habe dafür jetzt meine zwei Kleidung, einmal zum Arbeiten, einmal zum Rausgehen. Und die switche ich dann immer hin und her. So, ihr müsst euch selber um die Vault kümmern. Ich kann halt nichts daran ändern, wenn keiner sich bestimmte Klamotten anzieht, um irgendwo genaueres zu arbeiten, sondern einfach nur quasi auf sich selbst bezogen ist und die Vault dadurch untergeht, dann ist das quasi euer Fehler. Ich wasche dann meine Hände in Unschuld! Oh, unschuldige Hände, seht ihr das? Gut, vielleicht nicht ganz so unschuldig. Aber in diesem Falle schon! In diesem Falle schon. Terraboy, du befindest dich ab sofort auf 09 im Inventar und du wirst natürlich auch rausgehen, so ungekleidet, Level 1. Viel Spaß. Keine Ahnung, ob du irgendwas erreichen wirst, aber du nimmst gerade den Platz von Dragonrina weg. Böse, böse, böse. Gut, ich würde sagen, damit gucken wir uns mal die Leute hier an. Status. Ja, gut. Seid ihr so wenigstens versammelt? Wieso seid ihr nicht versammelt? Was soll denn der Scheiß? Erkundet. Ja, Job. Ja, geht doch. Wieso war das gerade nicht sortiert? Egal, scheiß drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt hin. Kurz nachdenken. Man hat bestimmt das Rattern in meinem Kopf gehört. So. Er würde sagen, es wird Zeit zum Vorspulen. Damit das alles ein bisschen schneller geht, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn alle wieder quasi auf dem Heimweg sind. Ich finde, das ist, glaube ich, eine gute Lösung. So, ich bin noch mal ganz kurz zurück. Wir müssen Denis bereits reinschicken, denn wir haben momentan akute Probleme. Ich habe nämlich nicht daran gedacht, dass wir eventuell zu wenig Personal haben. Ich würde sagen, wir schicken erstmal den Denis hier rein. Wir haben jetzt 18 Mitbewohner, das heißt, es wird immer kritischer und ich muss jemanden auf jeden Fall hochschicken. Du bist happy da, ne? Geh du mal dahin. So, haben wir vielleicht noch einen der A6. A2. P2. A1. Du bist sowieso eine Intelligenzbestie, das heißt, du gehst mal darunter. Bist du da vielleicht besser aufgehoben? Was kannst du eigentlich? Mastek, was kannst du? Du kannst eigentlich gar nichts richtig, außer vielleicht ins Südland gehen. Ins Südland kannst du gehen. Naja, ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen gemanagt, weil wir waren echt ein bisschen an Nahrungsmangel. Terraboy hat eine verlassene Hütte entdeckt. Soll sie hineingehen? Wir gehen mal rein! Wir gehen rein, ich versuche euch so gut wie möglich zu beschützen. Ich weiß, er hat keine Stepbacks dabei. Ich hoffe, ich kann rechtzeitig fliehen. Gehe aus der Hütte kommenden Geräuschen nach. Okay. Keine Waffen dabei, kein gar nichts. Zur Not laufen wir weg. Okay. Hältst du das durch? Oh mein Gott. Oh Gott. Machst du den überhaupt Schaden? Okay, komm, geh einfach raus. Auf geht's. Okay. Ihr seht schon, ich versuche euch zu beschützen. Ich lasse jetzt alle einfach mal da reingehen und gucken, was abgeht.
Aber ihr seht schon, es ist nicht wirklich leicht. Oh, zu wenig Lagerplatz. So, es wird Zeit, Terraboid nach Hause zu schicken. Gerade noch rechtzeitig geschafft und ich glaube. Oh Gott, Terraboid. Ja, ist gut. Da war noch ein anderer. Serana. Komm einfach zurück, Serana. Close. Close. Ein bisschen zu close für meinen Geschmack. Ehrenke, das läuft immer noch. Den kümmert es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Der hat nicht mal Leben verloren. Der läuft zwar 2 Stunden durch, hat nicht mal Leben verloren. Gut. Wieso nicht? Gucken wir uns an, wie lange die anderen brauchen werden. So, der nächste, der quasi nach Hause ging, der King Metzger, komm mal zurück. Oh. Hattest du irgendwas davon gefunden? Sieht so aus, ne? Komm mal zurück erstmal. Wir haben 2 Babys am Start. Wir haben hier einmal, zack, das Baby von Luan. Ich habe Energieprobleme. Das ist jetzt blöd gelaufen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ja. Ihr seht schon die Problematik. Die Volt kann leider nicht wachsen, wenn... Ja. Wenn die Zeit zu hoch ist. Wir verdienen hier nichts dabei. Gut, dann bauen wir noch einen Generatorraum. Einen kleinen diesmal. Schicken den dahin. Dann sind die Mädels hier alleine, ne? Ihr lieben schwangeren Mädels. Was anderes kann ich nicht machen als das. So, wir werden übrigens am Freitag wohl nochmal streamen. Habe ich gerade überlegt. Ich möchte gerne die Vault umbauen. Ich möchte gerne in die Vault umbauen und deswegen streamen wir am Freitag. Weil so geht das nicht weiter. Wir brauchen nämlich noch Red. Und dann müsst ihr euch ein bisschen was überlegen. Ach, das war ja überhaupt gar kein Dreierraum. LOL. WTF. Ja gut, 6 Minuten, das kriege ich glaube ich hin. Falls niemand stirbt. So, gleich haben wir auf jeden Fall Strom. Wir gucken kurz mal hier auf die Leute, die noch hier unterwegs sind. Maxi-Kraft erkundet noch. Baxi. Kein Leben verloren, Baxi? Nee, du hattest dein Stipacks und alles dabei. Das weiß ich. Ah, sieht schon besser aus. Aber ist halt alles noch 6 Minuten. Oh, das tut so weh. Gut. Dann kann ich jetzt mal eine Baracke bauen. Die wir danach wieder löschen werden, damit wir keinen Stromverbrauch haben. So, dann werden wir Luan entfernen. Destragorina. Luan. So. 05. So, ihr könnt euch jetzt für 05 bewerben. Ihr seht schon, es ist wieder ein Mädel geworden, aber das macht ja nichts. Das könnt ihr ja ändern, wobei wir momentan anscheinend so einen Mädelsfluch haben. Und Luan. Adieu, mein Freund. Adieu. Ich sagte Adieu. Okay, machen wir das immer so. 8. Für 08 könnt ihr auch, euch auch bewerben. Es ist wieder ein Mädel geworden. Also irgendwas stimmt ja nicht. Ist problematisch. Warte, warst du ein Kerl? Nein, ihr seid beides Mädels. Ja, 2 Mädels, für die ihr euch bewerben könnt. Es ist einmal die 08, wenn ihr wollt. Oder die 05. Schreibt es mir in die Kommentare mit eurem Namen und dann wird nächstes Mal ausgelost. Nächsten Montag. Nicht diesen Freitag, nächsten Montag. So, Luan. Adieu. Tschüss. Gut, wir können etwas Neues bauen. Dadurch, dass wir so getrickst haben. Ein Radiostudio, das wir niemals gebrauchen werden. Jeha! Gut. Ich würde sagen, wir lassen mal die 2 rein und dann schicken wir die nächsten raus. Sonst kommen wir nicht zurecht. Also, Serana, du hast bekommen einen gepanzerten Vault-Anzug. Beziehungsweise du hast momentan einen gepanzerten Vault-Anzug an eine rostige Jagdflinte. Du hast förmliche Kleidung. Du hast 32er-Pistole. Du hast Tischventilator. Je nachdem, was du jetzt verkaufen möchtest, du kannst es direkt verkaufen.
dann bekommst du halt hier 2 Kronkorken oder hier 10 Kronkorken oder kannst es auf den Marktplatz stellen, was ich dir aber nicht empfehlen werde, weil das hier nicht wirklich gute Sachen sind. Weiß Bescheid. 194 Kronkorken gesammelt. Terraboy, du hast einen Strahlenschutzanzug bekommen und eine verbesserte Kaliber 44. Du hast 133 Kronkorken. Ich empfehle dir, einen Kredit aufzunehmen bei XX, bei XX302 ist sein Name. Mit dem kannst du dich in Verbindung setzen wegen eines Kredits, damit du dir ein paar bessere Sachen holen kannst. Denn mit besseren Sachen kriegst du mehr Kronkorken aus dem Ödland und dann kannst du ihm das Geld viel schneller zurückgeben. Denk dran. Herzlich willkommen zurück zu Let's Roleplay Fallout Shelter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht aufgenommen. Folgendes, ich habe ja schon ein paar Leute rausgeschickt. Diese werde ich jetzt mit einem Screenshot zeigen, was die gesammelt haben. Das ist doch nicht dein Scheiß. Ich habe nicht aufgenommen. Warum? Leute, es tut mir leid, ich habe vergessen aufzunehmen. Und jetzt passiert das auch noch. Los, gebt euer Bestes, Ilja. Ich habe euch extra hier hingestellt. Los, macht sie platt. Also, solange die hier am Fighten sind, folgendes. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken oder ich habe es mehrmals gedrückt. Ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken, ob da eine Aufnahme ist. Vermutlich habe ich bereits aufgenommen, als ich aufnehmen wollte und habe einfach auf Aufnehmen gedrückt und habe damit die Aufnahme beendet. Alles ein bisschen konfus. Folgendermaßen ist passiert. Ich habe ein paar Leute rausgeschickt. Ich habe 2 Leute rausgekickt. Das heißt, ihr könnt euch für Nummer 5 und Nummer 8 bewerben. Die beiden habe ich rausgekickt, das war einmal Pyroman und einmal Name gerade nicht im Kopf. Pyroman und wo haben wir den? Wo war denn der andere? Ach, Luan. Luan und Pyroman. Hoffentlich ist keiner von meinen gestorben. Nein, alles gut. Luan und Pyroman. Du kommst definitiv auf den Marktplatz. Ich weiß nicht, inwiefern, was ich aufgenommen habe. Wir werden sehen. Ich werde das irgendwie zusammenschneiden, falls ich irgendwas aufgenommen habe. Luan und Pyroman sind aus dem Projekt rausgeflogen, weil sie inaktiv waren. Und ich habe ein paar Leute rausgeschickt. Diese werde ich dann per Screenshot hier kurz einblenden und dann wisst ihr, was ihr eingesammelt habt. Ansonsten ist das Ganze auch natürlich euch auf eurem Inventar auch verlinkt. Eventuell habe ich wieder, anstatt einen Screenshot zu machen, habe ich wahrscheinlich F12 gedrückt. Das ist auch gut möglich. Ich weiß nicht, was ich da verbockt habe. Ich habe irgendwas verbockt. Und jetzt backt das wieder rum. Ich drehe durch. Geht das? Hör auf rumzubacken. Heute ist irgendwie ein Buggy-Tag. Also, ich habe hier schon ein paar Leute rausgeschickt. 2 habe ich rausgeworfen, wie gesagt. Nummer 9 habe ich auch schon bestimmt. Nummer 9 ist nämlich geworden der Terraboy. Terraboy, du warst auch schon draußen und ja, du hast schon ein paar Sachen gesammelt, wie du siehst. Hast du jetzt auf dem Screenshot gesehen, was du alles eingesammelt hast. Ansonsten guck ins Inventar, da findest du all deine Sachen. Unten in der Beschreibung ist dein Inventar verlinkt und der Marktplatz, wo du Sachen kaufen kannst. Derzeit bist du der Schwächste im Team, was für dich bedeutet, dass du einen Kredit aufnehmen kannst, wenn du möchtest. Du kannst dich an XX302 wenden, der hat Kohle ohne Ende, der würde dir bestimmt gerne einen Kredit geben. Mit diesem Kredit kannst du bessere Sachen kaufen und ja. Das ist es eigentlich schon, denn mit besseren Sachen kannst du dann besser im Ödland überleben. Just saying für dich. So, also, ich hatte Ehrengardist losgeschickt, der hat ziemlich lange überlebt. Double X hat auch extrem lange überlebt. Allerdings, wie gesagt, Aufnahme weg. Bullshit.
Zudem hat auch noch Ehrengardist gebackt. Wie ihr seht, hat er nur noch hier Müll drin. Hat dafür aber ohne Ende Kronkorken. Ja, tut mir leid, Ehrengardist. Du hast derzeit nur Müll gefunden. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass das alles jetzt so scheiße war. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich aufgenommen habe. Shit. Naja, vielleicht bleibt noch irgendwas übrig. Mal gucken. Jedenfalls, ihr seid zurückgekommen und ich werde jetzt einfach weitermachen. Scheiß drauf. Heute halt eine kürzere Folge, weil ich es verkackt habe. Wir haben hier King Metzger mit Ödland-Sanitäter. Ich habe höchstwahrscheinlich F12 gedrückt. Eventuell habe ich ein paar Aufnahmen noch drin. Ödland-Sanitäter, verbessert abgesägte Schrotflinte. So, aber das heißt dann auch, dass ich keine Screenshots gemacht habe. Wir haben hier Klebeband, wir haben verbessertes Repetiergewehr, wir haben noch ein verbessertes Repetiergewehr und eine verbesserte 32er Pistole. Du kannst natürlich wie immer entscheiden, ob du das alles verkaufen willst oder auf dem Marktplatz stellen, aber auf dem Marktplatz sieht das eher nicht gut aus. Wir sammeln das Ganze ein. Wir haben hier den Monsterfilm mit gepanzerten Waldanzug, verbessertes Repetiergewehr. Du hast gefunden eine Anwärterrobe. Du hast Handwerkerovergrowth gefunden, du hast Ödland-Sanitäter gefunden, du hast eine 44er gefunden und 281 Kronkorken mitgebracht. So, kommen wir zu Baxi, den ich gerade noch rechtzeitig rausgeholt habe. Du hast ein Uniform des Überlebenskünstlers gefunden. Not bad. Du hast gefunden eine verbesserte 44er. Du hast Ödlands-Ausrüstung gefunden. Du hast 44er Kaliber gefunden. Gefechtsrüstung, eine 44er Kaliber und noch eine Gefechtsrüstung. 435 Kronkorken. Hier haben wir Maxikraft. Maxikraft hat derzeit eine robuste Lederrüstung mit Jagdflinte. Er hat einen Wecker. Er hat einen Ödlands-Sanitäter. Er hat Gefechtsrüstung. Er hat förmliche Kleidung. Er hat Söldnerausrüstung. Er hat Strahlenschutzanzug. Er hat Jagdflinte. So, 391 Kronkorken, wir haben hier Double X mit einer Menge Stuff. Er trägt derzeit eine rostige Laserpistole, hat sich nicht geändert, mit förmlicher Kleidung. Er hat eine Kaliber 44, Ödland-Sanitäter, Globus, rostige 10mm, rostige 10mm, 32er, 44er, Gefechtsrüstung, Kampfrüstung, Baseballhandschuh, rostige Laserpistole, Ödland-Sanitäter, 10mm Pistole, Unteroffiziersuniform, Jagdflinte, Repetiergewehr und Luftgewehr. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal entscheiden, was hier auf jeden Fall wegkommt, denn das wirst du alles sowieso nicht behalten wollen. Deswegen werde ich das direkt mal löschen. Alles, was so ziemlich schäbig ist, verkaufe ich jetzt automatisch, sonst das lohnt sich für euch sonst nicht. Sonst habt ihr viel mehr Arbeit für nichts. So, die guten Sachen habe ich behalten. Du hast jetzt noch auf jeden Fall eine Jagdflinte. Du hast jetzt noch eine rostige Laserpistole. Und du hast einen Globus. Das sind jetzt deine normalen Sachen. Du hast 251 Kronkorken plus das Zeug, was ich dir hier geben werde. Und damit sammeln wir dich. Hier haben wir Ehrengardist. Ehrengardist, du hast ziemlich viel Müll. Den Rest habe ich automatisch aus Versehen verkauft. Anscheinend. Ich lasse dir mal die Sachen, die sind ja noch. Du hast auf jeden Fall noch einen Teddybär, ein Mikroskop und deine normalen Sachen. Und 1411 Kronkorken. Junge. So, 8. Hier haben wir auf jeden Fall 05 und 08. Ihr seid auf jeden Fall derzeit auf der Liste. Auf die könnt ihr euch bewerben. Die sind nämlich draus geworden. Dragorina hat dafür 150 Kronkorken bekommen fürs Telefonieren. Und Killer hat 30 Kronkorken bekommen. Dragorina war noch nicht draußen, deswegen werde ich sie jetzt mal rausschicken. Ich habe übrigens extrem weit vorgespult, bis die Leute gestorben sind, weil ich hatte einfach keine Lust, die ganze Zeit zu warten. Ich lasse die jetzt sterben im Ödland. Von daher. Naja, ich würde sagen, Dragorina, du gehst raus. Dann haben wir noch nicht rausgeschickt den. Wir waren stehen geblieben bei Crane. Crane, du gehst raus. Crane geht raus, Crane geht raus, Crane. Wo ist Crane? Da ist Crane. Crane, viel Spaß draußen. Wir haben hier Make, die Nummer 16, du gehst auch raus. Ich halte dich mal ganz kurz. Sonst bringt das nicht viel.
So, Crane, du gehst raus. Dann haben wir hier auf jeden Fall Mastek. Mastek, du gehst auch raus. Dann haben wir den Steven Uwe, 18. Der 18. 18, 18, 18. Steven Uwe. 18, da. Wir haben den Dennis. Dennis geht auch raus und wir werden so lange mal die Vault neu konfigurieren. So, zack. Zack. Ich hoffe inständig, dass ich aufgenommen habe. Inständig. Es wäre dramatisch, wenn nicht. So dramatisch wäre das. Es ist irgendjemand intelligent genug, um da zu arbeiten? Meine Güte. So ist dann nur einer. Nummer 2. Serana. Ich habe dich da nicht hingeschickt. Oder etwa doch? Beschütze die Vault. Beschütze die Vault. So, Baxi. Eigentlich würde ich dich da gerne gebrauchen können. Und dich da. So, jetzt haben wir alles soweit so gut geregelt. Ich hoffe, dass das hält. Und dann würde ich sagen, spulen wir mal vor, beziehungsweise eine Sache noch geklärt haben. Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich werde es gerne nochmal tun. Und zwar die Quests. Wir haben hier den Kronkorkenblues, wo ihr ein Lasergewehr bekommen könnt. Freundschaftsdienst mit 3 Nuka-Cola Quantum und etwas Schrott. Hier haben wir das, was viele wahrscheinlich interessieren wird. Die Wochenquest. Eine Belohnung ist die Walltech. Lunchbox. Wollt ihr eine Walltech Lunchbox gewinnen? Dann würde ich sagen, versammelt euch und sucht euch 2 Freunde, mit denen ihr dann gemeinsam losziehen könnt, um diese Lunchbox zu gewinnen. Ja, aber Achtung, jetzt kommt's. Für das Ganze braucht die Stufe 19. Das heißt, ihr müsst erstmal gucken, welche Stufe ihr seid. Ich werde die Stufe ab sofort im Inventar mit ergänzen. Ihr braucht mindestens 7 Schaden. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall 3 Leute. Wenn 3 Leute losziehen wollen, müssen sie alle mindestens Level 19 sein und 7 Schaden machen. Das heißt, eine Waffe, die genug Schaden macht. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch den Weg freimachen. Da kriegt ihr halt eine blaue Rüstung. Bei Paula Plumpskin weg kriegt ihr 2 Nuka-Cola Quantum, die ihr, keine Ahnung wofür, nutzen könnt. Eine Luftgewehr, keine Ahnung, was heißt das? Jagdflinte, glaube ich. Und eine grüne Rüstung, das heißt eine normale. Hier haben wir die radikale Maßnahme mit Intelligenzbestialanzug, Mikroskop und natürlich eine Blaupause. Klee im Kasbad, der kriegt auch eine Blaupause. Und jetzt kommt hier noch was Vernünftiges, und zwar von Svivus. 2000 Kronkorken, überlegt es euch, ob ihr da nicht vielleicht hingehen wollt. Mindestens Stufe 18, mindestens 8 Schaden. Dann haben wir hier auf jeden Fall der lebende tote Briefkasten. Da ist die Voraussetzung eine förmliche Kleidung. Dafür kriegt ihr halt Raider-Rüstung. Dann Käferjagd, 250 Kronkorken. Ja, nichts Großartiges, aber heiße Jagd. Es sind halt 7 Aufträge und es werden immer bessere Belohnungen. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall die ganzen Quests mal durchnehmen. Breitseite, hier auch das Ganze. Hier haben wir nochmal die Sprühlingsrituale. Mit 1850 Kronkorken. Auch nicht schlecht, kriegt ihr auf jeden Fall für Stufe 12 und 3 Schaden. Das ist eigentlich wie geschenkt. Und ansonsten halt, Baseball ist unser Leben. Versammelt euch und geht damit auf Entdeckungstour. Das könnte euch helfen, das könnte der Vault helfen. Diese ganzen Belohnungen sind das Mindeste, was ihr bekommt. Natürlich findet ihr auch andere Sachen da beim Ausflug. Es könnte alles Mögliche rauskommen beim Ausflug. Ihr solltet einfach nur mal gucken. So, kümmern wir uns weiter um die Vault und spulen ein bisschen vor. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir müssen den Dennis zurückschicken. Du kommst mal zurück. Wir müssen den Crane zurückschicken, der auch nicht lange überlebt hat. Schade eigentlich, komm mal zurück. Und wir gucken mal nach einer neuen Quest, denn wir haben unsere paarlose Bewohner-Quest. Ich hasse diese Quest. Ich wünschte, ich könnte einen Tag vorspulen. Gut, Quests können wir wohl vergessen derzeit. Dumm gelaufen. Übrigens, am Freitag findet ein Stream statt, wo wir die Vault quasi umdesignen werden, umbauen werden. Das habe ich jetzt beschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter.
Der Nächste, der zurück muss, Mastek, du kommst zurück. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich jetzt immer eine Stunde vorspulen werde, weil momentan geht das ja. Das heißt, ich werde euch rechtzeitig zurückschicken, kurz vorm Tod. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Steven Uwe läuft noch. 4 Stunden, 9 Minuten. Läuft er bereits. Oh, nice. Gut, ich würde sagen, noch mal eine Stunde drauf. So, Steven Uwe, nach 5 Stunden und 9 Minuten ist für dich Schluss. So, wen haben wir noch unterwegs? Wartet, wartet, erkundet. Der letzte, nee, wir haben noch 2 Erkunder, Dragon Rina und Mike. So, und damit schicken wir Mike auf jeden Fall auch zurück. Du hast auch schon ordentlich was gesammelt. Und damit können wir einen Tag vorspulen, denn alle sind auf dem Heimweg. Wir haben jeden einmal rausgeschickt, außer mein Fail. Ist alles gut gegangen und wir spulen mal einen Tag vor. So. Alles mal eingesackt hier. Alle warten soweit, das heißt, wir können sie jetzt durchnehmen. Wir gehen mal zuerst auf Crane. Bei Crane mache ich das gleiche wie überall auch. Ich gucke mir die billigen Sachen an, die ihr nicht haben wollt. Ödland-Sanitäter behältst du mal. Crane, du hast momentan eine robuste Gefechtsrüstung an, eine verbesserte abgesickte Schrotflinte. Du hast eine Ödlandsausrüstung gefunden und eine Laserpistole und 295 Kronkorken. Mastek, du verkaufst das hier erstmal wahrscheinlich und das hier und das hier. Die Anwärterrobe ist auch ziemlich armselig, deswegen lassen wir das einfach mal so. Wir haben für dich auf jeden Fall noch eine Kamera. Mastek hat eine verbesserte abgesickte Schrotflinte derzeit und einen Strahlenschutzanzug. So, er hat 296 Kronkorken. Und wir sammeln ihn ein. Steven Uwe, du hast Garn. Du hast Lupe. Garn und Lupe verkaufe ich jetzt einfach mal. Das wird, glaube ich, nicht so gut sein. Ansonsten hast du halt noch das verbesserte Repetiergewehr. Du hast die abgesägte Schrotflinte. Du hast die förmliche Kleidung. Du hast Handwerker-Overall, 667 Kronkorken und trägst ein Techniker-Outfit sowie eine rostige Laserpistole. Sammeln wir dich mal ein. So, Dragon Rina. Dragon Rina trägt jetzt halt eine Lederrüstung, eine verbesserte abgesickte Schrotflinte. Ich verkaufe mal das hier für dich. Das hier und ja, gut. Du hast jetzt einen Laborkittel noch am Start. Du hast ein Repetiergewehr am Start. Du hast einen Laborkittel am Start und ein Handwerker-Overall, 451 Kronkorken. Mike, mein Guter, du hast Luftgewehr nicht mehr. Luftgewehr nicht mehr, Schaufel behältst du mal. Das kann weg und das kann weg. So, du hast auf jeden Fall ein Grease-Outfit und eine abgesickte Schrotflinte. Du hast eine Ödlandsausrüstung. Du hast eine förmliche Kleidung. Ein Repetiergewehr. Einen Laborkittel und eine Schaufel. 672 Kronkorken hast du gesammelt und somit kommst du in die Vault. Da haben wir Dennis ganz neu mit am Dennis. Du hast eine rostige Laserpistole direkt gefunden. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Du hast ein rostiges Repetiergewehr und ja, das war's eigentlich. Den Rest verkaufe ich für dich. 484 Kronkorken hast du gefunden und somit kommst du wieder zurück in die Vault. Und damit haben wir das erledigt. Wir haben 4 haarlose Bewohner bekommen. Wir haben 4 haarlose Bewohner, das ist nice. Gucken wir mal weiter zur Quest. Was ist die nächste Quest? Erhöhe die Zufriedenheit von 10 Bewohnern auf 100%. Dann kriegen wir eine Lunchbox. Das werden wir aber im nächsten Mal erst machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Minuten ich drauf habe, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt den Rest mit aufgenommen habe oder nicht. Das werden wir dann sehen. Allerdings, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist... Ich hab's vergessen. Genau, Lunchbox öffnen. Wir wollen eine Lunchbox öffnen, spulen damit 2 Tage vor. So, und öffnen somit die Lunchbox. So, das sammeln wir alles ein. Für uns gibt es ja jede Folge eine Lunchbox. Ich hoffe inständig, dass ich das Ganze aufgenommen habe. Wenn nicht, tut es mir leid, dass diese Folge so verrückt ist. So abgrundtief verrückt, dass ich einfach nicht glauben kann, dass das passiert ist. Jedenfalls, wir öffnen. Ein Mikroskop befindet sich jetzt auf dem Marktplatz. Wir haben 100 Kronkorken, die befinden sich natürlich nicht auf dem Marktplatz. Ein Stimpact wird uns hinzugefügt. Ein Mädchen von Lande. Wer das hier gerne tragen möchte, der möge es kaufen. Achtung, dies ist nur für Frauen. Wir haben Jacob Page. Jacob Page ist somit ein neuer Kandidat. Das heißt, wir haben heute 3 Leute
für die ihr euch bewerben könnt. Und dies ist Nummer 20. Wer Nummer 20 werden möchte, der schreibt das jetzt bitte in die Kommentare. Ansonsten haben wir auf jeden Fall noch die 5 und die 8. Also, falls es eine zu kürzere Folge geworden ist, tut es mir leid. Kann passieren, dass man mal failt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Oh Gott, deswegen. Und ich hoffe, dann wird alles einwandfrei funktionieren. Nicht so wie heute. Wieso konnte ich so failen, ey? Oh, ich fahre in ungefähr ein paar Stunden nach Berlin und muss das alles hier noch fertig machen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich hoffe, ich kriege das alles hin, dass ich alles fertig machen kann und ihr die Folge am Montag bekommt. Wenn nicht, dann wird sie wahrscheinlich am Dienstag irgendwann auftauchen. Ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mir jetzt erstmal die Kugel geben dafür, dass ich das alles verkackt habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.